Videoblog Montreal Rennen. Ja, insgesamt, also Qualifying war richtig heftig, weil mit den Bedingungen und so echt schwer, aber cool. Und wir haben ein gutes Auto auch im Nassen, also das war schön zu fahren. Leider ist mein Radio kaputt gegangen im Qualifying und das hat das einfach so schwierig gemacht. Da ist so viel schief gegangen und deswegen, vierter Platz war dann echt noch in Ordnung. Dann Rennen, super Start gehabt, danach war es einfach schwer, die hinter mir zu halten, ja, Weber, Alonso. Aber es ging einigermaßen, bis wir dann beim Stopp einen Fehler gemacht haben und einen falschen Reifen draufgezogen haben. Wir haben nochmal weich drauf gemacht. Und im Nachhinein war es ganz klar der harte Reifen, der besser war. Also das war halt ein Fehler. Ist passiert. Und ab dann war es schwierig, ja, weil da habe ich dann die Position verloren gegen Weber, Alonso. Ging eigentlich nicht mehr viel, weil aufholen konnte ich nicht mehr. Und vom Speed hat es dann auch ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich noch einen Bremsplatten geholt. Wäre okay gewesen, ich hätte es sicher bis zum Ende schaffen können. Mit dem war es eigentlich kein Problem, weil es hat schon vibriert. Und da habe ich gefragt, was sie meinen und das Team hat dann einfach aus Vorsicht noch einen Boxenstopp gemacht, weil es hat mich keine Position gekostet. Ist besser, weil sonst kann es passieren, dass der Reifen noch so richtig sich zerfetzt auf der Geraden und das wäre dann richtig problematisch gewesen. Ja, und ansonsten nochmal fünfter Platz, wieder gute Punkte, das ist wichtig, also war echt Schadensbegrenzung heute. Reifenmanagement ist sicherlich noch ein Thema, das sieht man, dass wir noch nicht so gut sind wie die anderen, immer noch, ja, da müssen wir uns echt noch steigern, aber wir sind auf einem guten Weg. Jetzt freue ich mich auf Silverstone, hoffe es hat euch Spaß gemacht, bis bald, ciao.